Oh yeah, Elektroschrott. Hallo Schätzkes. Da, heute gibt's mal wieder ein Thema, das mit, ich sage jetzt mal, klassischer Elektronik gar nicht so viel zu tun hat, aber es geht um Elektrokram. Ich brauche einen Multimeter, ich brauche Werkzeuge, ich brauche Draht, ein Plus- und ein Minuspol ist im Spiel und naja, soll zumindest mal elektrisch betrieben. Gut, bevor es losgeht. Diese Sendung wird für Zuschauer unter 18 Jahren nicht wirklich empfohlen. Ich kann euch aber auch nicht dran hindern, insofern ist mir doch wurscht, was ihr macht. Erstmal Prost. Ah, sehr schön. Ah, Kronkorb. Das Gerät, um das es heute geht, sieht so aus. Die findigen Leute unter euch wissen, dass es sich hierbei um eine E-Zigarette handelt. Und zwar um was selbstgebautes, wenn man so will, ein iPOF 2 Akku von Kanga, ein EMOF Mega Verdampfer von Kanga und ein Drip Tip. Ja, das ist die wunderbare Miss Piggy von Dahlia. Was ich heute machen will, geht so ein bisschen in Richtung von dieser ganzen Maker-Schose, die wir alle so ganz geil finden. Und zwar deswegen, weil es hier drin ein Verbrauchsteil gibt, von dem der Hersteller will, dass wir es immer wieder neu kaufen. Also vielleicht nicht wir, also möglicherweise nicht ihr, wenn ihr sowas nicht benutzt, aber so wir, also die sowas benutzen. Und dieses Teil, das will ich heute einfach mal recyceln, also selber wieder fit machen. Für die Unkundigen unter euch vielleicht mal ein bisschen Aufklärungsarbeit. Auch wenn man bei dem Wort E-Zigarette vielleicht an Rauch denkt, geht es hier nicht um Rauch, hier geht es um Dampf. Der Unterschied ist, Rauch sind Feststoffe in Gasen und Dampf sind ja, Dampf, Flüssigkeit. In so einer E-Zigarette funktioniert das so, dass man hier oben so einen Tank hat, der ist jetzt leer. Und in diesem Tank, ich staub den hier mal so auf, da drin befindet sich dieses Teil hier. Die sogenannte Coil oder Atomizer oder Verdampferköpfchen, gibt es eine Menge Bezeichnungen dafür. Das Ding ist letztendlich nichts anderes als ein Metallgehäuse und da drin ist eine kleine Spule aus Kantaldraht oder Nickelchrom oder was auch immer der Hersteller gerade verbaut hat. Und in diesen Draht eingearbeitet ist irgendeine Art von Docht. Das kann Baumwollwatte sein, Glasfaser, gibt es einiges an Materialien. Und durch den Akku wird der Heizwendel erhitzt und die Flüssigkeit, die aus dem Tank in den Docht reinsifft, wird verdampft und oben kommt Dampf raus und der dicke Zapp ist guckt glücklich. Und genau das hier ist das Teil, von dem der Hersteller gerne hätte, dass man immer wieder neue kauft. Sind nicht teuer, kosten 1,50 € pro Stück, halten ganz gerne mal 2-3 Wochen, aber mal ganz ehrlich, wenn man sowas recyceln kann oder irgendwie modden, verbessern, dann macht man das doch, oder? Gut. Damit wir das recyceln können, müssen wir es erst einmal aufbekommen. Und das mit dem Aufbekommen, das ist so eine Kunst für sich. Es gibt so ein paar Teile des Aufbekommens, die relativ einfach sind. Zum Beispiel der erste Teil ist hier das oben so ein Dichtungsring. Den prügeln wir einfach ab. Es geht relativ einfach, so mit Fingernägeln, plapp, Dichtungsring ist ab. Dann gibt es hier unten noch einen zweiten Dichtungsring. Dem tun wir dasselbe an. Na. Schwuppdiwupp, ab ist er. Na, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir hier so den großen oberen Teil hier drin, in der Verdickung, da sitzt die eigentliche Schwelle, die eigentliche Spule, die Wicklung. Und um an die ranzukommen, müssen wir jetzt erstmal hier hinten so einen kleinen Metallpöppel rausfriemeln. Das ist der Pluspol von dem Ding. Also hier unten wird Plus angelegt. Hier am restlichen Gehäuse Minus. Den Pluspol heben wir uns auf. Und als nächstes kommt hier drin so ein Isolationsröhrchen. Und der Trick ist, man sieht es jetzt hier relativ schlecht, ist so ein kleines Ding, nur hier kommt ein kleiner Draht draus. Der hat Kontakt mit dem Pluspol, ist aber ansonsten innen in dem Isolationsröhrchen. Und wenn ich das hier jetzt auch mal rausprokle, mal gucken, ob ich es diesmal wieder ohne Werkzeug hinkriege. Ja. Ist da drin noch ein zweites Drähtchen und das zweite Drähtchen, das hat hier Kontakt mit der Außenseite gehabt. Das heißt, wir haben einen Plus- und einen Minuspol innen drin, Heizwendel, alles wunderbar. Ja. Nachdem wir das gemacht haben, muss der obere Teil ab. Und ihr werdet ganz viele Anleitungen sehen, wenn ihr jemals nach sowas sucht, wo Leute jetzt mit einer Kombizange ankommen oder mit irgend so einem Geraffel, das machen wir ganz anders. Und für das, was wir machen, um das hier rauszukriegen,
müssen wir erstmal zusehen, dass wir das Innenleben aus dem Luder rauspopeln. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie diese Verdampferspulen hier im Originalzustand aussehen. Ich nehme dafür hier so ein Zahnarztgerät und nutze etwas Gewalt. Da ist die erste davon, mit dem Glasfaserkröse drumherum. Und wenn ich sage die erste, dann sage ich das deswegen, weil in diesen speziellen Spulen hier, in diesen speziellen Verdampferköpfchen sind zwei drin. Hier sieht man, die zweite habe ich schon fast rausgeschlonzt. Kommst du? Na, jetzt habe ich die zweite auch noch rausgedengelt. Und bis auf so ein paar Watte-Rückstände, die uns jetzt vorläufig auch erstmal egal sind, naja, außer wir wollen es sauber machen, ich bin ja sauber Mann hier. Schöne Grüße an Jens Unterkötter, der immer sagt, ich sei so ordentlich. Jetzt kommt der Teil, der das einzig Originelle an diesem Video ist. Alles andere habe ich schon mal irgendwo im Internet gesehen. Aber jetzt machen wir die Kappe hier runter, ohne eine Zange zu verwenden. Ich habe das Verdampferköpfchen jetzt liebevoll und vorsichtig in diesen Staubstock eingezwängt. Seht ihr es hier? Da ist es drin. Also ganz vorsichtig. Ich will es ja schließlich nicht irgendwie kaputt dengeln. Ja? Ich will es nur festhalten hier an der Stelle. Und jetzt schnappe ich mir hier von meinem Dremel so ein Teil mit so einem mittlerweile schon ziemlich versifften Schleifaufsatz. Und dieses Teil mit dem mittlerweile ziemlich versifften Schleifaufsatz passt hier praktischerweise ganz gut rein. Und was ich jetzt mache, ist typisch Zappes, ich benutze etwas Gewalt. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich von innen an diese Hülse hier dran gehauen habe. Und dadurch, dass ich an diese Hülse hier dran gehauen habe, ist hier oben, wo es nur reingepresst war, dieser Dom rausgefallen. Das ist ansonsten eine Scheißviecherei und ich habe die geilste Methode, die man überhaupt haben kann, um es rauszukriegen. Ich hier, ne? Die nächste Aufgabe ist nicht viel weniger frickelig. Man sieht jetzt hier auf dieser Hülse, da steckt hier oben so ein Metallröhrchen drauf, wo diese Löcher sind. Und innen drin, da sieht das anders aus. Und wir müssen das Außendrum von dem innen drin jetzt erstmal wegdengeln. Und da ist meiner Meinung nach die einfachste Methode wieder nicht irgendwas mit einer Zange oder so ein Sheet, sondern man schraubt das Teil hier einfach auf den Akkuhalter drauf. Dann schnappt man sich hier so eine hochwertige 10 Cent teure chinesische Schrottpinzette, dengelt die Spitze davon hier unten in so ein Loch rein und hebt vorsichtig an. Das macht man auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. Kommst du wohl? Ja. Und schon ist das Luder ab. Keine Gewalt gebraucht. Gut, ne? Nach diesem ersten Arbeitsschritt haben wir jetzt das Köpfchen disassembliert. Das sind die Teile, die wir haben. Und die können wir jetzt erstmal beiseite legen. Die brauchen wir erst ein gutes Stück später wieder. Jetzt brauche ich erstmal mein Smartphone. Das Telefon brauche ich wegen diesem Dampfspulenrechner hier. Tolle Sache. Und was ich jetzt mache, ist hier berechnen, was ich eigentlich für eine Spule wickeln muss in dem Ding. Ich habe hier einen Draht aus dem Material Kanthal A1, das stimmt schon mal, das hatte ich vorher schon eingestellt, ich gestehe es. Ich habe eine Drahtstärke von 0,3 mm. Ich will 1,5 Ohm Widerstand haben auf der Wicklung. Die Wicklung soll 2 mm Innendurchmesser haben und ich habe nochmal einen Abstand von geschätzten 8 mm von der Spule bis zu den Befestigungen dazu. Und jetzt sagt mir das Baby hier, ich muss 8 Wicklungen wickeln. Ja, supi, dann wickle ich doch einfach mal 8 Wicklungen, wa? Um meine Wicklung anzufertigen, brauche ich jetzt erstmal diesen Kanthaldraht hier. Und von dem schnappe ich mir einfach mal so ein Stück. Falls jemals jemand so eine Spule von dem Zeug sich kauft, ich gebe euch einen heißen Tipp. Wenn ihr so ein Stück Draht abmacht, ja, dann haltet immer die Spule den Rest gut fest. Das Zeug spräunt raus wie aus einer Feder aus dem Uhrwerk. So, damit ich hier mal ein richtig schönes Stück für euch habe, mache ich es mal länger als ich brauche. Die Reste hebe ich natürlich auf. Ja, knipse ich mal hier ab. Das hier schön wieder da drauf packen, damit es mir nicht rausspringen kann. Draht kann weg. Ja, jetzt habe ich hier Kanthaldraht und zwar eigentlich viel zu viel. Was ich wirklich brauche, da schneide ich mir einfach vor diesem kleinen Knick im Draht jetzt mal ab. Das hätte man nicht so sauber machen müssen, aber ich mache es jetzt schlicht und einfach, damit ich ein schönes Stück Draht habe und einen Rest, den ich beim nächsten Mal verwenden kann. Zusammen mit diesem wunderbaren Draht benutze ich jetzt dieses Werkzeug. Ich mache es mal, damit man es lesen kann. Das ist so ein geiles Ding. Also letztendlich ist das eigentlich nicht viel mehr als ein Stück Alu, wo hier ein Loch reingebohrt ist, wo so ein Pin drin steckt. Der hat genau 2 mm jetzt, sind mehrere mitgeliefert.
Und hier in dem Loch steckt eine Magenschraube, die den Pin festhält. Auf der anderen Seite ist noch ein Loch, das ist schräg gebohrt. Ja. Und mit diesem schräg gebohrten Loch, na, wenn ich jetzt den blöden Fickdraht jetzt fixte. Mist. Es wird nicht einfacher, wenn man es vor der Kamera macht. Ich mache es eigentlich immer so rum. Durch das Loch steckt man jetzt den Draht durch und der kommt dann hier vorne raus. Ja, hier. Was ich jetzt mache, ist, ich schnappe mir dieses zweite Teil. Das zweite Teil hat Bohrungen in den Durchmessern, wie diese Stifte, die hier mit dabei sind. Und es hat eine Schraube dran, die nicht ganz reingedreht ist. Und jetzt habe ich hier eine Bohrung, die passt genau zu meinem Stift. Und da stecke ich das Teil hier einfach mal rein. Boah, bin ich heute zittrig, ist echt schlimm. So. Und jetzt drehe ich das so runter, dass die Schraube da den Draht fängt. Na okay, das mache ich aber erst, wenn ich noch ein bisschen mehr rausgezogen habe, sonst bin ich gleich der Gevögelte. Na, jetzt nochmal hin. Na, genug dran drücken, dass die Schraube den Draht fängt. Und jetzt sage ich einfach, eine Wicklung, zwei Wicklungen, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ja, ein bisschen weiter, weil das Zeug noch nachfedert. Dann ziehe ich das ab und habe hier eine perfekte Spule drauf. Könnte man übrigens bestimmt auch für Kupferdraht verwenden und dann ja, hier Spulen für Dingens. Das Einzige, was mir gerade auffällt, ist, dass mein Anschlussding hier schon verdammt kurz geworden ist. Mal schauen, ob das noch passen kann. Oh ja, das geht noch. Das passt von der Länge her noch. Spule kommt ungefähr auf die Höhe. Nehme ich für Minuspol. Ist okay. Gut. Jetzt muss das da noch wieder runter. Und dafür nehme ich jetzt einen Schraubenzieher. Also genau genommen so ein Torx-Ding. Ne? Lockere die Madenschraube und ziehe den ganzen Raffel einfach raus. Ja. Dann. Und was wir haben, ist eine sogenannte Microcoil. Microcoil deswegen, weil die Windungen direkt aneinander liegen. Früher hat man das wohl, das war allerdings vor meiner Zeit mit den E-Zigaretten, immer so gemacht, dass man die Windungen weit auseinander gelassen hat und heutzutage wickelt man sie direkt aneinander. Fragt mich nicht, warum oder weshalb oder mir egal. Und die muss jetzt rein in unser Implement, also in das Köpfchen. Normalerweise lässt man jetzt die Spule auf dem Wickelstift drauf und würde sie dann zusammen mit dem Wickelstift hier einsetzen. Das Problem ist bloß, der Stift ist zu dick für diese Löcher hier, weil, mal ganz ehrlich, das Köpfchen hier ist winzig. Ja? Das ist jetzt also schon ziemliche Fickerei, um das hier so zu machen. Übrigens an der Stelle, ich habe es bis jetzt schon zweimal versucht mit dem Wickeln von diesen Spulen hier. Ja? Und wisst ihr, was mir zweimal passiert ist? Ich habe grob verkackt. Und als ich an dem Teil da gezogen habe, hat es keinen Dampf gemacht, sondern nur noch blub, blub, blub. Und dann ist das ganze Flüssigkeitszeug in die Kammer durchgelaufen. Und ach, es war kein schöner Anblick, glaubt mir. Na gut, aber wir sind ja Elektromuckel hier und deswegen haben wir so ein bisschen Kupferdraht mit 1,5 Quadratmillimetern Durchmesser. Und der hat die wunderbare Eigenschaft, dass er sowohl einigermaßen diese blöde Spule hier greifen kann, als auch wunderbar hier reinpasst. Und deswegen wird der zittrige Onkel, der heute ungefähr 2 Liter Kaffee getrunken hat, jetzt mal diese Spule hier drin versenken und dabei versuchen, die Drähtchen alle an die richtige Stelle zu kriegen. Aua. Dabei piekst er sich mit seiner blöden Pinzette, weil der zittrige Onkel auch doof ist. Ja, ich mache das anders. Ich muss das hier nochmal ein bisschen zusammenbiegen. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und dann mache ich das einfach jetzt so, ich schiebe sie von unten durch, ist einfacher. Und was man jetzt sehen kann, wenn man hier so reinschaut, die Spule liegt jetzt ganz unten in dem Teil drin. Und hier schaut der eine Pin raus und da kommt der lange andere raus. Und was ich jetzt mache, um das zu befestigen, ist, dass ich diesen Plastikpappel, den ich da vorhin rausgenommen habe, dieses Silikonding, das schiebe ich jetzt über den langen Draht und benutze es, während ich mit dem Ding hier die Spule festhalte, damit sie mir nicht abhaut. Du wirst nicht die Flitze machen. Ihr seht schon, fieselig, fieselig, fieselig. Nehme ich den jetzt und schiebe den hier drüber. Was letztendlich dazu führt, dass der kleine Draht am Minuspol, also an der Wandung von dem Teil, eingeklemmt wird. Der ist jetzt komplett da drin verschwunden
Und wir haben jetzt hier noch den langen Draht, der guckt da so raus. Ja. Das ist der Moment, wo wir mal kontrollieren, wie die Spule sitzt. Die ist hier jetzt schön in der Mitte von dem Köpfchen drin, das ist gut. Ja, sie sitzt einen Tucken hoch. Man sagt immer, sie sollte so, dass sie gerade eben unten noch zu sehen ist, aber das lässt sich korrigieren, indem ich hier ein bisschen am langen Beinchen ziehe und oben so ein bisschen drauf drücke. Ja, richtige Werkzeuge braucht der Mensch. Gefriemel und Gefrickel. Ja. Passt. Wunderbar. Sitzt jetzt eigentlich ganz ordentlich. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Als nächstes brauchen wir wieder unseren Pluspol. Der Pluspol, das ist der kleine Metallpeppel hier. Ja. Und ja, den nehme ich jetzt und schiebe ihn hier drauf, was dazu führt, dass ich das lange Ding einklemme. Na, jetzt habe ich meine Spule verdreht, ich honk. Na komm. Ja, das sieht alles ein bisschen einfacher aus in den YouTube-Videos, als es tatsächlich ist. In Wirklichkeit braucht man dafür leider eine echt ruhige Hand. Und ein gewisses Maß an Frustresistenz, das mir im Regelfall abgeht, fürchte ich. Ja, schauen wir mal, ob ich es irgendwie reingedrückt bekomme. Geht ein bisschen einfacher, wenn man das Teil ein Stück verbiegt. Ja. Da drin ist er. So, jetzt haben wir hier unser Köpfchen. Die Spule sitzt an der richtigen Stelle. Ja, also fast an der richtigen Stelle. Innen drin muss ich sie noch ein bisschen gerade richten. Heißer Tipp für jeden, der das probiert: Kauft euch so Zahnarztwerkzeug-Driss. Das ist echt gut dafür. So. Jetzt ist er aber schön mittig, auf der richtigen Höhe, alles ist gut. Jetzt geht es erstmal daran, hier den überstehenden Draht abzuknipsen. Ja. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich als nächstes mal testen, ob der Widerstand das ist, was ich mir denke, was das sein sollte. Ja, wir sind wie bei Widerständen üblich im Ohmmessbereich unterwegs. Und was ich jetzt einfach mal prüfe, ist hier oben der Pluspol gegen hier unten den Minuspol. Na, das sieht doch wunderbar aus. 1,5 Ohm hatte ich mir berechnet, 1,42. Kommt noch ein bisschen was dazu später, wenn das Teil in dem Akkuträger drin steckt. Ganz einfach deswegen, weil natürlich die Zuleitungen im Akku auch nochmal ein kleines bisschen Widerstand haben. Aber die Spule, die ist prinzipiell schon mal genauso geworden, wie ich sie haben wollte. Jetzt habe ich die Spule mal hier oben reingeschraubt. Und was wir jetzt ausprobieren ist, was der Akku hier so sagt, was das angeblich an Widerstand hat. Gucken wir doch mal. Na, das sieht doch prima aus. Ja gut, 1,4 Ohm. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Genauigkeit von der Messung bei dem Ding ist. Aber wenn ich jetzt mal drauf drücke und Feuer gebe, glüht. Und glüht schön und gleichmäßig. Wunderbar. Genauso wollte ich es haben. Und jetzt, liebe Kinder, kommt der frickelige Teil. Das mit der Watte. Jetzt kommt nämlich die Bedochtung rein. Und das ist genau der Teil, wo ich bei den letzten Versuchen immer gröbstens verkackt habe. Schauen wir mal, ob es klappt. Wie gesagt, das habe ich schon mal verkackt. Deswegen zeige ich es euch jetzt nicht so richtig perfekt von oben oder so. Weil da müsste ich die Kamera so halten. Nicht so gut. Die Idee ist hierbei, ich muss jetzt eine Wattedocht rollen. Das mache ich gleich hier aus dieser Dingenswatte. Und der wird dann hier durchgezogen, dann wird der abgeschnitten und dann an den Seiten so hier reingeklemmt, dass genau diese Schlitze hier zugemacht werden damit, aber gleichzeitig vorne und hinten noch ein kleiner Kanal übrig bleibt, damit Luft durchströmen kann und noch was dazu, die Spule muss oben frei bleiben. Das sind schon eine ganze Menge Anforderungen und es ist nicht einfach. Ich habe es, wie gesagt, beim letzten Mal grob vereimert, aber schauen wir doch mal, ob ich jetzt vielleicht, wenn Leute zugucken, gucken wir mal.
Die Watte hier, das ist einfach so Watte. Theoretisch könnte man die mit Sicherheit auch im Supermarkt kaufen, wenn man welche nimmt, die nicht gefärbt und nicht gebleicht und was weiß ich was ist. Aber ich war neulich sowieso schon beim E-Zigaretten-Dealer meines Vertrauens, beziehungsweise der Dealerin meines Vertrauens, muss man an der Stelle ja sagen. Hallo Daria. Und da habe ich einfach hier mal sowas mitgenommen. Die nehme ich jetzt und ich friemel mir die mal so hin, dass die Fasern schön lang sind außen und alle in eine Richtung gehen. Das sorgt letztendlich dafür, dass es hinterher optimal saugt und, was ich ja haben will, mein Liquid weiter transportiert. Das ist jetzt hier insgesamt ein bisschen viel, da nehme ich mal was runter. Das Schöne ist, von dem fiesen Fluffelzeug kann man hinterher auch einfach weiterverwenden. Das tue ich einfach zurück in die Packung, was ich gerade rausgezupft habe, das stört nicht. Ja. Was man immer so sagt, ist, wenn es so locker wie so ein, ja, wie man sich so ein Docht für sowas vorstellt, zusammengedreht ist, dann sollte es ungefähr doppelt so breit sein wie die Spule, mit der man es zu tun hat. Ja, ich denke, bei lockeren Ziehen so ungefähr 4 mm, das kommt schon hin. Und dann drehe ich es an einem Ende eng zusammen. Ja. So eine Spitze dabei rauskommt. Da helfen ausnahmsweise leicht verschwitzte Finger mal ein bisschen, weil sie helfen. Ne? So, das habe ich jetzt hier durchgezogen durch meine Spule. Und jetzt ziehe ich das ganz vorsichtig weiter. Es ist hier immer noch ein bisschen viel. Und es ist ganz wichtig, man muss es tatsächlich einfach durch die Spule durchziehen können. Es darf einem nicht passieren, dass es dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, drin festhängen bleibt und man es nicht weitergezogen bekommt, weil dann ist innen drin der Nachfluss an Liquid nachher nicht gut. Ja, das passt so. Wunderbar. Wenn man jetzt da reinschaut, so sieht das jetzt aus. Als nächstes nehme ich es mal aus meiner dritten Hand hier raus und schnappe mir meine Lieblingsverbandsschere. Im letzten Video, wo ich gesehen habe, wie es geht, hat derjenige gesagt, ja, so ungefähr auf die Breite vom Akku abschneiden. Das mache ich jetzt mal. Wehe, wenn das hinterher nicht stimmt. Auf der anderen Seite ungefähr so dieselbe Länge. Und schon haben wir was ganz doll putzig-puscheliges. Die Weiterverarbeitung ist jetzt wie folgt. Das mache ich hier jetzt aus der freien Hand. Ich muss jetzt erstmal meine Spule wieder richten, weil ich die nämlich ein bisschen zur Seite gebogen habe, sodass sie wieder schön mittig ist. Und als nächstes muss ich zusehen, dass ich meinen Wattepuff, den ich hier habe, durch diese Schlitze, wo der rauskommt, da reingeschoben bekomme. Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, so, dass es nach ganz oben und nach ganz unten geht. Und so, dass es mir nicht die mittigen Löcher verstopft, also die Luftzufuhr verstopft. Mal sehen, ob ich das hier hingebacken bekomme. Ganz wichtig, man muss es wirklich bis nach ganz unten durchstopfen. Dafür ist so ein bisschen so eine Nadel hier oder so ganz gut. Weil wenn das nicht bis ganz unten durchgeht, das Mistding, dann läuft einem hinterher unten das Liquid dran. Das ist mir bei meinem ersten Versuch passiert. So. Jetzt nehme ich das hier und hau den Rest noch rein. Dafür ist dieser sogenannte Heidemann-Spatel übrigens auch mal wieder ein super Tool. Ich mag das Gerät einfach. Das kann man eigentlich für alles verwenden, wo man irgendwas modellieren muss. Und das hier kann man nicht anders bezeichnen als Wattemodellierung. Verlangt eigentlich eine erheblich ruhigere Hand, als ich sie habe. Aber ich glaube, wir haben hier eine gewisse Chance,
einen erfolgreichen Versuch zu sehen. So. Die Watte ist bis ganz unten rein. Noch sieht man oben keine freien Stellen. Das ändern wir gleich. Bevor wir das ändern, kommt das Mützchen wieder drauf. Dieses Mützchen. Blöder Fehler wäre es jetzt, das mit den Löchern nach oben rein zu tun. Die müssen natürlich nach unten. Und eigentlich muss man ziemlich gut aufpassen, dass man hier die Watte nicht mitnimmt. Ist aber gar nicht so einfach. Mal schauen, ob ich da noch ein bisschen nachglätten kann. Ja, das sieht ganz ordentlich aus. Das hier ist jetzt auch nicht ganz unfricklich. Das muss genau passen, das muss ganz runter und es darf keine Watte mitnehmen. Also so, wie ich es hingekriegt habe. Das sieht eigentlich ziemlich phänomenal aus. Ja. Jetzt ist es von oben allerdings noch ganz zu. Daran müssen wir was ändern. Und zwar ändern wir daran was, indem wir ein bisschen Flüssigkeit draufgeben. Was ich hier habe, ist einfach nur so ein Basisliquid, ohne Geschmack, ohne Nikotin, ohne gar nichts. Hintergrund ist, damit kann ich gleich am besten ausprobieren, ob irgendwas am Geschmack nicht stimmt. Weil es schmeckt, wie gesagt, nach nichts. Und wenn ich nachher hier was ausprobiere und es nach irgendwas schmeckt, dann weiß ich, dass es schief gegangen ist. Ich habe jetzt hier nur mal so 2 Tropfen oder so drauf dosiert. Und das macht die Watte gleich deutlich gefügiger, was meine Modellierungsversuche angeht. Und wie man jetzt sieht, habe ich jetzt den Weg nach unten bis zur Spule freigemacht. Und vor und hinter der Spule sind Luftkanäle, wo man dann nach unten durchziehen kann. Weil im Pluspol unten ist ein Loch drin und das geht bis oben durch. Das heißt, die Watte hier, die saugt dann das Liquid aus dem Tank. Und wenn sie das gemacht hat, leitet sie es an die Spule weiter. An der Spule verdampft es und nach oben zieht man es raus. Ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier dran rummodellieren, das müsst ihr euch nicht angucken. Jetzt muss hier der Dom wieder oben drauf. Und da habe ich in den Videos schon total krasse Sachen gesehen, wie man das am besten machen kann. Mit einer Pumpenzange, mit einem Schraubstock, mit einem Hammer. Aber was ich festgestellt habe, was eine wirklich hundertprozentig ausreichende Methode ist, ist es, mit den Fingern vernünftig zusammenzudrücken. Ja. Mehr braucht kein Mensch. Das wird hinterher sowieso, obwohl ich habe hier einen erwischt, der ist echt ein bisschen knackiger. Na gut, dann machen wir halt die Hammermethode. Na? Es mag mich nicht. Gut, bei meinen letzten Versuchen war das immer das geringste Problem. Sieht so aus, als hätte ich diesmal ein etwas unwilligeres Exemplar erwischt. Ich presse es mal mit dem Schraubstock drauf. Ah, das Luder ist drauf, hier sieht man, ist alles schön glatt, passt. Man sieht auch hinter den Löchern noch weiß die Watte, da habe ich also auch nichts verkotet. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es funktioniert. Vorher kommen hier noch diese Lichtungen wieder drauf. Das war die falsche, die kommt nach unten. Ich bin aufgeregt, Kinder, ich bin aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Nachdem ich es jetzt 2-mal falsch gemacht habe, wäre es so geil, wenn es hier klappen würde. Könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wie das mein Handwerkerherz erfreuen würde. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, man muss das nicht machen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder machen, aber ich wollte einfach zeigen, dass ich es kann. Einmal. Ja. Die gesamte Assemblage schieben wir wieder in den Akku. Und checken den Widerstand nochmal. Okay, der sagt jetzt 1,3 Ohm. Das ist in Ordnung. Das ist wieder die Messungenauigkeit. Das sollte passen. Und dann kommt als nächstes ein bisschen Liquid hier in den Topf rein. Da ich nicht vorhabe, dauerhaft Nullerbase zu dampfen, ist es nur wirklich ein bisschen. Dann schraube ich ihn hier drauf.
Und das Ding ist eigentlich einsatzfähig. Ja, mal ein bisschen mehr Leistung drauf. Operation gelungen, Patient dampft. Ich habe schon Köpfe gehabt, die besser gezogen haben. Also da kann man mit Sicherheit noch einiges dran optimieren. Aber prinzipiell dampft, sifft nicht. Ich gebe ihm einfach noch ein bisschen mehr Kit. Ja, hat geklappt. Ich bin total cool. Okay. Leute, ich verspreche euch, das hier wird kein reiner E-Zigarettenkanal. Ich mache vielleicht irgendwann mal einen reinen E-Zigarettenkanal. Das wäre durchaus denkbar. Ich hätte da irgendwie Bock drauf, aber das hier wird keiner. Ich hatte nur gerade Bock drauf, das da zu machen. Und irgendwie ist es ja auch Elektronik, also seht's mir nach. Insofern, bis zum nächsten Bastelprojekt und tschüssing.